sind mein Cousin Lukas und sein Freund Michael nach Südamerika, Ecuador, gekommen, um mich zu besuchen. Ja, noch ein Stückchen weiter. Sie wollten den Regenwald filmen. Der Dschungel ist schon klasse, aber ihnen beim Film zuzusehen, war total langweilig. Ja, da kommt er doch. Sauber, Junge. Traya, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Hier haben wir unseren ersten Fehler gemacht. Wir haben über den Affen gelacht. Für die Leute aus dem Urwald ist es verboten, sich über die Tiere lustig zu machen. Schau, Victor, dort ist der Dorfplatz. Das ist unsere Schule. Da hinten ist die Kirche. Ah, sí, sí, sí. Dort ist Savoyard. Wisst ihr, was Sarajaku bedeutet? Maisfluss. Hier, wo ist eigentlich der Victor? Wieder Victor. Ich habe das letzte Mal bei der Aufnahme. Da muss doch einer mal drauf achten. Also ich muss doch mal drauf gucken, wo das Kind ist. Ja, das kann man. 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 Jasper. Alle ein paar Heringe. Pass auf! Wo geht's denn hin? Ihr müsst aber aufpassen, wenn ihr zum Supai Urku kommt. Dort gibt es Jaguars. In Supai Urku lebt ein Geist, der Vater aller Tiere. Deshalb dürfen die Kinder dort niemals allein hingehen. Und der Vater aller Tiere hatte sich über uns geärgert. Sidi hatte Angst. In Sarajaku erzählten sie uns, dass dort Menschen verschwunden und nie mehr aufgetaucht sind. Wir wussten das nicht, aber Don Sabino schon. Ich wollte meinen Spaß mit Tolio haben und jagen gehen. Doch plötzlich hörten wir unheimliche Geräusche. Benga!
Da ist Peligrosa. Bingo, bingo, es wird ja das. Kommt her, hört mal. Jetzt ist es weg. Ich höre es nichts. Schon, geh mal jagen. Komm, Tulio. Was war das? Was ist das? Mira, una piedra. Guck mal, ein Stein. Wie schön. Nehmen wir ihn mit. Sie wussten genau, welche Früchte man essen kann, welche Pflanzen und Tiere gefährlich sind. No puedo, puedes abrirlo. Auch aufteilen. Zwei Gruppen. Ja, machen. Auch, dann lass uns aufteilen. Wir drei, ihr drei. Okay. Ich bin Felix. Machen wir eine Pause. Ich hatte schon gehört, dass sie mich gerufen haben, aber ich wollte lieber den Puma sehen und habe nicht hingehört. Doch dann passierten plötzlich so komische Sachen. Sogar mein Zumbambico ist verrückt geworden. Claro! Tulio, Siria! Was ist das? Komisch. Was ist das? Tulio, Siria, espérenme! Siria, wir haben dich und wir haben dich geparkt. Victor! Hey, hueles, unas pisadas ahí, ¿eh? Ah, Fußabdrücke. Pequeñas. Ya, aufladen, auf geht's. Parece de Víctor, por allá va. Estamos cerca, estamos cerca. Vamos. Vamos, cuidado, aquí se hunde. Match. Vamos.
Was machst du? Eine Angel. Aber die kauft man doch im Laden. Nein, wir machen die hier selber. Ja, Christiana, auf, komm, wir müssen Victor suchen, frag. Hast du einen niño chiquito? Lo estamos buscando ya hace un par de horas. Rubio, no. Nein, nicht gesehen? Ja, dann auf weiter, gleich. Hopp. ¿Cómo salió? Siria hatte schon das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist. Deshalb wollte sie nicht mit uns gehen. Nach dem Schwimmen bekam ich große Lust, die Jaguare zu sehen. Ich wollte den Fluss runterfahren, auch wenn es gefährlich ist, wegen der Geister im Wald. Aber ich glaube nicht an sowas. ¿Por qué no vamos con la canoa hacia allá? Es peligroso. ¿Pero por qué es peligroso? Es la montaña del diablo. Del diablo. ¿Por qué fahren wir nicht mit dem Kanu in diese Richtung? Ay, vamos, nosotros somos hombres, ella. Porque es mujer, no quiere. Vamos, vamos. Acht, geh mal. Wir sind Jungs. Ah, wir haben den Stein vergessen. Und sie hatte recht. Ohne dass wir es merkten, wurden wir von einer Schlange verfolgt. Und ein Jaguar hatte heimlich hinter einem Baum auf uns gewartet. No puedo. ¿Qué? No puedes ni alzar una piedrita. Kannst du nicht mal einen Stein hochheben? No, no, no se puede. Hay que hacer otro. Ah, ah. Wir schaffen es nicht. Ziehen wir uns an und gehen wir. Por aquí van huellas de botas pequeñas, parece que sí. Debe estar caminando por aquí. Mira, ahí está. Sí, ahí está Miguel. Sí. Cristiane y Celso. ¡Michel! ¡Cristiane! ¿Dónde está der endlich? ¿Habt ihr uns gefunden? Ja, wir haben da oben, unten beim Fluss, haben wir Fußspuren gefunden. Also die sind so klein, die können nur vom Victor sein. Das ist das? Ja, musst du unbedingt nach Puyo, ich weiß auch nicht genau warum. Sí, tenía que salir para una reunión, es que estamos en un problema con las petroleras y estamos muy preocupados porque van a entrar con los militares y van a terminar con nuestra Amazonía, que es nuestra vida. Was war da los? Dass die Ölkonzerne und die Militärs haben sich zusammengesetzt, sie wollen hier rein, um Öl auszubohren und deshalb ja, genau. Komisch. Warum ist der Stein auf einmal so schwer? Deshalb werden wir ihn Don Sabino zeigen. Warum wusste Don Sabino von den Abenteuern, die ich mit meinen Freunden erleben wollte? ¿Quién es? Don Sabino. ¿Qué hace? Es un yacho. Wer ist das? Don Sabino. Was macht er? Was ist ein Schamane? Er kann Leute heilen und hat Macht. Don Sabino hatte den Stein verzaubert, damit wir nicht zum Super Urko, dem heiligen Berg, gehen. Er brachte uns bei,
dass man nicht einfach so zum Spaß jagen geht, sondern nur, wenn man die Tiere und Fische auch essen will. Er lehrte uns die Pflanzen, Tiere, Kulturen und Geister des Waldes zu respektieren, weil die Natur die Mutter aller Lebewesen ist.